Hallo, meine Vogelfreundinnen und Freunde, willkommen bei meinem nächsten Foodhaul. Ist schon wieder ein Weilchen her, dass ich hier ein Video gemacht habe. Momentan reguliert sich das mit meinem Alltag und meinem neuen Job noch etwas. Deswegen habe ich etliche Male keine Videos gemacht. Ja, und heute war ich im Kaufland, weil es ein paar super Angebote gab. Fangen wir direkt mit dem Special-Angebot an. Nottenmilch, die trinken wir am liebsten. Die gibt es seit gestern für 1,99 € und dann habe ich 8 Packungen gekauft. Jetzt seht ihr nur eine, der Rest ist noch im Auto. Da könnt ihr es sehen, 1,99 €. Die Packung, die kostet ja regulär 2,49 €. Deswegen habe ich die dann mitgenommen. Dann war auch im Angebot Wallis. Da habe ich dann zweimal Crispy Sticks mitgenommen für 2,49 € und mit der Skondo-App, glaube ich, gibt es 70 Cent Cashback auch noch mit dabei. Dann mit der Kaufland-Card war das Brot hier im Angebot, regulär 1,29 € und mit der Kaufland-Card 99 Cent. Super günstig waren die Kartoffeln, die sind auch sehr schön. 2,5 Kilo für 1,99 €. Ich kaufe nie mehr als 2,5 Kilo, weil wir einfach nicht so viel Kartoffeln essen. Gut, dann brauchte ich nochmal Vollkornspaghettis. Da habe ich noch eine Packung und die waren im Angebot. Ich glaube, irgendwas mit 80 Cent, 89 Cent, glaube ich. Und mit der Kaufland-Card nochmal 20 Cent Rabatt. Also habe ich 79 Cent für die Packung gekauft. Weil es bei den Vollkornnudeln so oft Motten gibt, habe ich dann nur 2 Packungen mitgenommen. Dann für unser Sonntagsfrühstück Ei-Bacon. Ja, genau, und ich Trottel habe die Brötchen vergessen, wegen denen ich eigentlich zum Kaufland gefahren bin. Die kosten nämlich bis morgen noch 1,19 €. Mal gucken, ob ich die noch bekomme. Ansonsten fahre ich zum Edeka, da sind die am Wochenende auch im Angebot. Dann Gurke für 39 Cent, Frühlingszwiebeln für 49 Cent. Dann neuen Sirup, der war nicht im Angebot. Für mich Himbeere mit 1,99 € und für meinen Mann und für unser Essen die Kauflandmarke für 2,79 €. Und für mich komplett außerplanmäßig, beziehungsweise da, das wünsche ich mir schon länger, einen beleuchteten Make-up-Spiegel für uns Bad. Da wollte ich eigentlich einen für die Wand, so einen kleinen, gab es aber nicht mehr, das war jetzt der allerletzte, den sie da hatten. Für 12,99 €. Ich habe bei Amazon geguckt, die kosten alle über 20 € und deswegen habe ich den dann auf jeden Fall mitgenommen. Mal gucken, wenn er mir nicht gefällt, gebe ich ihn wieder zurück. So, insgesamt hat der Einkauf mich dann 47,89 € gekostet. Da könnt ihr nochmal alle Posten sehen. Noch 70 Cent kann man sogar nochmal runterrechnen. Weiß nicht, ob es das einmal oder zweimal gibt, aber ich werde jetzt nur 70 Cent runtergehen. Und mit der Kaufland-Card gab es die Möglichkeit, wenn man über 40 € kommt, 2 € Rabatt noch zu bekommen. Also habe ich insgesamt 45,89 € bezahlt, beziehungsweise 45,19 €, wenn ich die 70 Cent hiervon noch abziehe. Insgesamt bin ich sehr zufrieden und wir hören uns bei meinem nächsten Video wieder. Die Sonne scheint ja ganz wunderbar. Genießt das Wetter. Macht euch einen entspannten Tag. Trinkt einen Tee. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann.